Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir gerne meine Watchlist für Januar 2019 zeigen. Da sind einige interessante Unternehmen, wie ich finde, die derzeit etwas unter die Räder gekommen sind, auch teilweise in meinem Depot. Die Unternehmen, das sind alle Unternehmen, also die ich auch schon besitze, und das sind für quasi für einen Nachkauf interessant. Ja, fangen wir mal mit dem ersten hier an. Das ist WBB, Medienkonzern. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen scrollen. Können wir hier vielleicht, ja, machen wir hier so. Das ist ein Medienkonzern aus Großbritannien. Hat eine Dividendenrendite derzeit von fast 7%, also 6,8%. Das ist natürlich extrem hoch. Und bei mir im Depot liegt WBB wahrscheinlich so mit minus 30%. Und deswegen ist das auch einfach für mich interessant, diesen Wert halt nachzukaufen. Wenn man sich die Verschuldung anschaut, dann liegen wir bei 67%, also auch im Soll. So, das nächste Unternehmen ist AT&T. Das wollte ich schon länger in mein wieder nachkaufen. Derzeit liegen wir hier bei 26,50 Euro. Ich würde es aber gerne für 25,50 Euro kaufen. Und deswegen warte ich immer noch, bis er halt wirklich zu, auf den Preis von 25, also zwischen 25 und 26 kommt. Da fehlt nicht mehr viel. In den letzten Tagen ist er ja wieder von 27 auf 26,50 zurückgekommen. Und deswegen kommt jetzt mir wieder weiter in Fokus AT&T. Und hat zudem ja auch eine sehr interessante Dividendenrendite von 6,6%. So, kommen wir zum nächsten Unternehmen, das ist BASF, also ein deutsches Unternehmen, Chemiekonzern, kennen wahrscheinlich die meisten. Und da bekommt man auch derzeit eine Dividendenrendite von fast 5%. Also auch sehr interessanter Wert zum Nachkaufen, also für mein Depot. So, dann haben wir noch einen nächsten, das ist Altea Group. Das wäre halt ein neuer Wert, den habe ich in meinem Familiendepot noch nicht enthalten. Oder ist noch nicht enthalten. Den werde ich aber auf jeden Fall noch nachkaufen. Hier warte ich auf einen Preis von ca. 42 Euro. Wir sind jetzt bei 42,60, was auch schon sehr interessant ist. Und das wird wahrscheinlich ein Wert, den ich mir auf jeden Fall ins Depot legen werde. Allein auch schon wegen der Dividendenrendite von über 6%. Ja, schauen wir uns dann General Mills an, also ein Nahrungsmittel aus dem Sektor Nahrungsmittel. Auch hier liegen wir bei 36 Euro derzeit der Kurs, den habe ich schon im Depot. Und hier würde ich halt, ich habe ihn damals auch für 36,10 oder sagen wir es erworben, oder 36,20, also ich bin da plus minus null immer noch. Aber ich habe halt nur eine ganz kleine Position von General Mills und würde halt hier etwas aufstocken wollen. Und warte jetzt immer noch, wann der richtige Zeitpunkt für den Kauf für General Mills ist. Da haben wir auch eine gute Dividendenrendite von 4,7%. Ist derzeit etwas unter die Räder gekommen, General Mills. So ähnlich wie Kraft Heinz. Aber ich denke mal, wenn man sich die anschaut, hier die Gewinne der letzten 5 Jahre ist rückläufig. Und ist aber halt derzeit etwas unterbewertet, wie man hier sehen kann, also knapp 7%. Ja, aber auch die Verschuldung ist mit 60% auch im Soll. Also ein interessanter Wert, der wie gesagt derzeit etwas unter die Räder gekommen ist. Und das ist auch ein kleines Risiko bei General Mills. Man weiß nie, wo der Weg jetzt weiter hingeht. Also so ähnlich halt wie gesagt wie bei Kraft Heinz. Ja, dann haben wir Apple. Was auch auf meiner Liste steht, ist auch einer meiner größten Investitionen gewesen bisher. Ist sehr stark zurückgekommen auf teilweise, glaube ich, 135 oder teilweise auch schon bei 125 lagen wir. Mittlerweile liegen wir hier, wie man sieht, bei 134 Euro. Der steht auch auf meiner Watchlist. Ist jetzt wieder ein bisschen höher gegangen. Also wie gesagt, er war noch vor ein, zwei Wochen, lag er, glaube ich, bei 125. Da hätte man sich den auch schönes Depot legen können. Wir haben hier jetzt eine etwas höhere Dividendenrendite als ich die, als meine persönliche. Meine persönliche liegt, glaube ich, bei 1,6 oder 1,65. Weil mein Kaufkurs war ca. 160 Euro. Und wieder deshalb liegt er bei 134. Damit könnte ich den Kaufkurs etwas verbilligen.
und die Dividendenrendite auch etwas erhöhen auf 1,8%. Ich sehe weiterhin in Apple Potenzial, dass der Kurs auch wieder steigen wird und dass man später halt mehr Geld für Apple wieder zahlen müsste. Also auch auf meiner Watchlist ganz oben Apple. So, dann kommen wir zum nächsten interessanten Unternehmen, was auch bei mir ganz weit oben steht, hinter Altea Group. Das ist Illinois Toolworks. Den habe ich auch schon eine kleine Position von meinem Depot und die würde ich halt auch gerne nochmal aufstocken. Ich hätte die gerne für 110 gehabt, deshalb liegen die bei 114. Deswegen warte ich noch einen Moment, wie sich die Börse weiterentwickelt, ob es nach oben geht oder doch noch ein bisschen wieder zurückkommt. Wird sie bei 110 kommen in der neuesten Toolworks, würde ich sofort zuschnappen. Ansonsten warte ich noch ein paar Tage oder ein, zwei Wochen und schaue, wie sich halt der Markt im Januar halt weiterentwickelt. Auch Illinois Toolworks ist mit fast 3% Gewinnrendite sehr hoch, also hier steht 2,7, also sehr gut dabei. Auch die Dividendensteigerung ist seit 44 Jahren, wird hier halt gemacht. So, dann sehen wir auch, der jährliche Zuwachs der Dividende der letzten 5 Jahre beträgt 18%, also die haben 18% jährlich die Dividende gesteigert. Auch der Gewinnzuwachs beträgt 12%, also alles in allem ein sehr interessantes Unternehmen aus der Industrie, was man vielleicht mit 3M vergleichen könnte. Ja, dann kommen wir zu meinem Technologieunternehmen, das ist Texas Instruments. Den habe ich auch schon sehr lange im Depot und wollte den eigentlich schon immer etwas aufstocken. Derzeit liegt er bei mir, glaube ich, auch ein paar Prozent im Minus. Ich glaube, so 10, 12% liegt Texas Instruments bei mir im Depot im Minus. Und könnte ich halt den Kaufkurs etwas auch verbilligen mit 85 Euro. Die Aktie ist auch eigentlich sehr interessant und ist jetzt auch nicht sehr teuer, wenn man sehen kann, ist sie halt fair bewertet. Also kann man sich auch überlegen. Ja, dann habe ich noch die Allianz, das ist ein deutscher Versicherer. Davon habe ich auch nur eine ganz kleine Position, so ähnlich wie Illinois Toolworks. Und da der Preis jetzt etwas zurückgekommen ist, ich bin da auch, glaube ich, nur minus 4 oder 5% Minus bei Allianz, ist also nicht sehr viel. Aber da ich einfach eine kleine Position nur von Allianz habe und ich grundsätzlich eigentlich keine Versicherer oder Finanzunternehmen bei mir im Depot habe, wird sich das ergeben, dass ich die im Januar jetzt vielleicht wieder ein Stückchen aufstocken könnte, die Allianz. Weil im Großen und Ganzen ist sie eigentlich auch sehr interessant und relativ gut aufgestellt, wie man halt die Werte bei den Werten halt sehen kann. Ja, dann zum nächsten, das ist ein Medienspielehersteller, Software, das ist Activision Blizzard. Wenn auch die meisten kennen, ist auch eine kleine Rendite von 0,7% nur, ist aber halt ein Zukunftswert, wie ich finde. Und davon habe ich auch wirklich eine sehr, sehr kleine Position und die würde ich auch nochmal etwas aufstocken, damit sie vielleicht eine ähnliche Position wenigstens kriegt wie Allianz und Illinois Toolworks. Also sie hat wirklich nur die Hälfte von Illinois Toolworks in meinem Depot und würde deshalb sie etwas aufstocken, damit sie nicht sehr klein, sondern wenigstens vielleicht eine kleine Position ist. Ja, dann haben wir noch den letzten, das ist Airbus, den hatte ich ja erst vor kurzem gekauft, ich glaube im November. Da überlege ich vielleicht noch ein bisschen halt aufzustocken im Airbus. Aber da muss ich mir nochmal genau überlegen, ob ich das machen werde. Also der steht etwas weiter unten auf meiner Watchlist. Wie gesagt, also ganz oben steht bei mir halt Altria, der wird auf jeden Fall ein Kauf. Dann habe ich Illinois Toolworks ist auf Platz 2, so kann man sagen, und die Allianz. Dann habe ich noch AT&T, würde ich noch sehr, sehr gerne kaufen. Und bei BASF warte ich nochmal, wenn er bis bei 60 Euro ist, dann würde ich da auch auf jeden Fall nochmal zuschnappen. Ja, und die anderen Werte sind auch halt, kommt darauf an, wo die halt hingehen in den nächsten Tagen, der Kurs nach unten oder nach oben. Und dann werde ich wahrscheinlich den einen oder anderen Wert nochmal in mein Depot legen. Ja, das war meine Watchlist für Januar 2019. Wie sieht deine Watchlist aus? Welche Unternehmen beobachtest du? Welche Unternehmen würdest du gerne in dein Depot aufnehmen?
einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, dann können wir darüber diskutieren, ob das halt vernünftige Unternehmen sind oder halt vielleicht gibt es auch einen anderen Wert, den ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, den du mir vielleicht empfehlen könntest, dass wir uns mal anschauen, in den nächsten Tagen mal eine Analyse machen. Ja, ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.